Herzlich willkommen zu Let's Play, nicht Let's Play, aber trotzdem spielen. Heute mit Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 ist die Fortsetzung des erfolgsgekrönten Spiels Watch Dogs, welches von dem mexikanischen Entwicklungshelfer Otto Walkes entwickelt wurde. Ursprünglich hatte Walkes nur geholfen, das Game zu entwickeln, konnte es jedoch später gänzlich alleine entwickeln und erfand dabei auch gleich den Otto-Motor, der übrigens in fast jedem Fahrzeug in diesem Spiel zu finden ist. Man schlüpft in die Rolle des chinesischen Hackers Hao Rein, der sich beim Versuch, eine Firewall zu errichten, leider die Finger verbrennt und anschließend in einen Hipster-Mutanten verwandelt. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Seine Mission beginnt, als er eines Morgens von den 90er Jahren angerufen wird, die das Wort Handy zurückhaben wollen. Was ist denn das für ein Handy? Ein neues Handy. Handy. Anschließend muss man seine Crew treffen, um Telekom-Kunden mit einem neuartigen Hack namens Fisting zu infizieren. Was heißt Fisting? Wenn der Dame so von der Hand kriegt, Josh. Oh. Im weiteren Spielverlauf kann man dann Selfies machen, Hipster-Kaffee trinken, arschteure Hüte kaufen, sich coole Gadgets in den Hintern schieben und Ärger mit Schwulen bekommen, wenn man ihre Freunde anflirtet. Oh, hallo, Sonnenschein! Die Pros. Die Grafik wurde mit viel Liebe zum Detail erstellt und entsprechend optimiert. Somit läuft die PC-Version von Watch Dogs 2 auf niedriger Grafik erstaunlich flüssig und ganz ohne Probleme. Das Spiel wurde am Puls der Zeit geschaffen und man findet daher einige Veganer in versteckten Ecken. Game-Enthusiasten bezeichnen dies schon jetzt als originellstes Collectible in einem Open-World-Titel. Da dieses Game von Gaming-Nerds für Gaming-Nerds gemacht wurde, hört man die Protagonisten immer wieder beliebte Game-Zitate sagen. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Freizeitaktivitäten wie die Nebenmission namens Geh Leuten mit dem Jumper auf den Sack, bis sie platzen, machen sehr viel Spaß, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Die Contras. In der Pre-Order-Bonus-Mission Hack or Smack muss man unbemerkt Leute hacken. Bemerken sie jedoch den Hack, wird man gesmackt und man muss von vorne anfangen. Arschloch. Die Fahrzeugsteuerung ist nach wie vor sehr hakelig, sodass man oftmals rein versehentlich Passanten überfährt. Zwar hat man sich sehr viel Mühe bei der Erschaffung einer originalgetreuen Open-World-Nachbildung der Stadt Wuppertal gegeben, aber leider vergessen die Magnetbahn oben einzubauen, stattdessen fährt diese unten und wirkt daher sehr unrealistisch. Da Watch Dogs 2 ein MMO ist, trifft man oftmals andere Spieler, die einen, wie üblich in Online-Games, beleidigen. Fick deine Mutter! Fick dich, Arschloch! Fick dich! Hast du gehört? Also ich sagte Arschloch! Aus diesem Grund bekommt Watch Dogs 2 11010010100110 Punkte und wir sagen Let's Play nicht dieses Spiel.